Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 73, Aktuelle Stunde der Fraktion der Freien Demokraten. Hessen braucht einen neuen Realismus in der Klimapolitik für mehr Sachlichkeit und entschiedenes Handeln statt Hysterie und aktionistischer Symbolpolitik im Wochenrhythmus. Zusammen mit der Aktuellen Stunde von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Über 1 Million Menschen deutschlandweit für Klimaschutz auf den Straßen Rahmenbedingungen setzen, damit Klimaziele erreicht werden. Und als Erstes hat die Abgeordnete Knell der Fraktion der Freien Demokraten das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit Monaten gehen Schülerinnen und Schüler auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu kämpfen. Das bewegt mich. Das bewegt auch mich als Mutter einer kleinen Tochter. Und so wie mir meine Eltern beigebracht haben, verantwortungsvoll mit Natur und Umwelt umzugehen, so versuche ich das auch bei meiner Tochter und ihr mitzugeben, wie wichtig es ist, unsere Natur und unseren Planeten zu erhalten. Und als Abgeordnete, als Politiker haben wir Verantwortung für den Klimaschutz. Dieser Verantwortung wird die Bundesregierung aber nicht gerecht. Und in keinem anderen Bereich prallen politische Ankündigungen und Realität so hart aufeinander wie beim Klimaschutz. Während einerseits immer neue Ziele ausgerufen werden, sind in der wirklichen Welt kaum Fortschritte erkennbar. Dafür steht beispielsweise das klägliche Scheitern von Merkel, die 1 Million Elektroautos auf deutschen Straßen versprochen hatte und jetzt lediglich ein bisschen über 80.000 unterwegs. Ja, immer gut zuhören. Seit Jahren stagnieren die deutschen CO2-Emissionen. In Hessen haben wir sogar einen Anstieg von 3 Millionen Tonnen. Und das alles, obwohl wir den Ausbau erneuerbarer Energien ja mit 200 Milliarden Euro subventioniert haben. Ihre Politik wirkt also nicht. Und das liegt nicht daran, dass zu wenig Geld eingesetzt wird, sondern dass es falsch eingesetzt wird. Und wir Freie Demokraten sagen deshalb, es wird Zeit für einen neuen politischen Realismus. Wir wollen keine großen Versprechen in ferner Zukunft mehr. Wir wollen realisierbare Schritte und konkrete Maßnahmen statt dieser nebulösen Würfe. Und wir setzen darauf, vorhandenes Know-how besser zu machen, um mit dem Machbaren endlich zu starten. Deshalb wollen wir ein Umfeld schaffen, in dem Forschungsfreiheit herrscht, in dem technische Innovationen und neue Geschäftsmodelle belohnt werden, in dem Zugangsbarrieren verschwinden, Investitionssicherheit garantiert wird und auch die Chancen der Digitalisierung genutzt werden. In den letzten 20 Jahren hat die Politik Technologien bestimmt und Preise garantiert. Das hat nicht funktioniert, wie wir angesichts der CO2-Emissionen sehen. In Deutschland werden die höchsten Strompreise Europas gezahlt, und trotzdem gibt es kaum Fortschritte im Sinne eines wirksamen Klimaschutzes. Wer verhindert es denn? Für uns Freie Demokraten ist der Emissionshandel das richtige Instrument zur Umsetzung der Klimaziele. Wir wollen ein echtes Limit. Wir wollen einen Deckel auf die CO2-Menge setzen. Sie wollen CO2 ja nur besteuern. Fakt ist, Deutschland wird die Klimaziele für 2020 deutlich verfehlen. Wir schlagen deshalb 4 Sofortmaßnahmen vor, die in den maßgeblichen Sektoren Stromerzeugung, Verkehr und Wärmeenergie greifen sollen. Der erste Punkt ist, wir müssen raus aus der Kohle und stattdessen emissionsarme Gaskraftwerke stärken. Dadurch ließen sich bis zu 100 Millionen Tonnen CO2 sparen. Das wären ein Drittel weniger CO2-Emissionen im Stromsektor. Damit könnten wir sofort anfangen. Bei der Stromerzeugung durch Erdgas entsteht 60% weniger CO2 als bei der Braunkohleverstromung. Der langwierige und teure Bau neuer Stromtassen könnte deutlich eingeschränkt werden. Das ist dann nicht nur gut für den Klimaschutz, sondern auch für die Stromrechnung der Verbraucher. Die zweite Sofortmaßnahme. Wir müssen das Potenzial synthetischer Kraftstoffe nutzen. Seit 2012 sind die CO2-Emissionen im Verkehrssektor auf über 170 Millionen Tonnen angestiegen. Und um schnell und wirksam CO2-Emissionen zu reduzieren, sprechen wir uns für eine stärkere Einbeziehung klimaneutraler Kraftstoffe, der E-Fuels, aus. Und was Sie, Herr Al-Wazir, beim Kerosin richtig finden, das kann auch beim Benzin da nicht falsch sein. Der dritte Punkt.
Wir müssen im Bestand sanieren, und dazu muss eine steuerliche Förderung kommen für die Privaten. Die größten Einsparpotenziale liegen nicht bei den Neubauten, sondern in der Sanierung des Bestandes. Die Sanierungsquote liegt in Hessen bei knapp unter 1%. Das heißt, es würde über 100 Jahre dauern, bis der komplette Bestand an Gebäuden saniert ist. Nur wenn es gelingt, die Sanierungsquote deutlich zu erhöhen, werden wir dann auch unsere ambitionierten Klimaziele erreichen. Wir schlagen deshalb vor, die energetische Sanierung im Privatbereich steuerlich zu fördern. Und Punkt 4 der Sofortmaßnahmen geht um mein Herzensthema. Wir müssen unsere Wälder schützen, und wir müssen einen neuen Markt für CO2-Senken schaffen. Wälder, Grünland, moorige und humusreiche Böden sind nicht nur Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sondern eben auch als natürliche CO2-Senken wichtig für den Klimaschutz. Wir Freie Demokraten fordern, dass Gutschriften für die CO2-Senken an die Waldbesitzer weitergegeben werden. Analog wollen wir ein Anreizsystem, das auch technische CO2-Senken, beispielsweise den Betrieb von Luftfiltern und das Abscheiden von CO2 aus der Luft, wirtschaftlich belohnt. Damit schaffen wir die Voraussetzung für einen neuen Markt für kreative Erfinder und Start-ups und sorgen auch dafür, dass solche Erfindungen dann auch wirtschaftlich sein können. Meine Damen und Herren, es wird Zeit für einen Klimaschutz, der wirkt. Es wird Zeit für einen Klimaschutz, der handelt und der auch erreichbare Ziele umsetzt. Ich möchte nicht, dass meine Tochter in ein paar Jahren es für nötig hält, auf die Straße statt in die Schule zu gehen. Auch deswegen ist es Zeit für einen neuen politischen Realismus. Vielen Dank, Frau Abg. Knell. Als Nächstes hat sich die Abg. Feldmeier der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am vergangenen Freitag sind weltweit Millionen von Menschen auf die Straßen gegangen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Das waren diesmal nicht nur Jugendliche, da waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, da waren Unternehmer dabei, da waren die Gewerkschaften dabei, da waren ganz, ganz viele Menschen dabei, und besonders viele waren es in Deutschland. 1,4 Millionen waren auf den Straßen. Diese Menschen setzen sich dafür ein, für unsere Lebensgrundlagen und für den Kampf gegen den Klimawandel. Und das hat nichts mit Hysterie zu tun, liebe FDP, gar nichts, sondern es hat damit etwas zu tun, dass wir unsere Lebensgrundlagen schützen müssen. Und dann finde ich es ja trollig von der FDP, dass sie hier so tun, als würden sie sich für Klimaschutz einsetzen, weil sie gemerkt haben, dass sie mit ihrer Leier nicht mehr weiterkommen. Was tun Sie denn? Sie sind doch gegen alles, was dem Klimaschutz nützt. Sie sind doch gegen Straßenbahnen. Sie sind gegen Windkraft. Sie sind gegen alles, was dem Klimaschutz nützt. Und jetzt tun Sie so hier, als würden Sie hier wirklich praktikable Vorschläge präsentieren. Das sind Vorschläge, die das Thema Klimaschutz auf die lange Bank schieben. Nichts anderes ist das. Aber ich will mich nicht zu sehr mit der FDP beschäftigen, weil es geht wirklich um ernsthafte Themen. Es geht um das Thema Klimaschutz. Und was ist am gleichen Tag passiert, an dem Freitag, als an dem Millionen von Menschen auf die Straßen gegangen sind? Da hat die Bundesregierung ein Eckpunktepapier zum Klimaschutz beschlossen. Und man muss sagen, dieses Eckpunktepapier ist wirklich eine herbe Enttäuschung für all die Menschen, die auf die Straßen gegangen sind. Man hat den Eindruck, dass das komplett andere Welten sind. Die Menschen auf der Straße, die für Klimaschutz auf die Straßen gegangen sind, und das, was die GroKo als Eckpunktepapier vorgeschlagen hat, das sind komplett unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Welten. Mit diesem Eckpunktepapier können nur Trippelschrittchen gemacht werden in Richtung mehr Klimaschutz. Es ist kein großer Wurf, es ist nur ein kleines Klimapaketchen. Das ist eine Enttäuschung. Das ist sehr bedauerlich, weil das Momentum ist ja da. Das Momentum ist ja da. Die Menschen sind auf der Straße, sagen, wir würden auch etwas tun für den Klimaschutz.
Das Momentum ist da, um wirklich auch große Schritte zu machen, um den Schutz unserer Lebensgrundlagen einzuhalten. Und selbst der Wissenschaftler, der die Bundesregierung berät, Ottmar Edenhofer, hat gesagt, das Dokument, das Klimapaket, ist ein Dokument der Mutlosigkeit. Das meine ich auch. Es gibt aber auch gute Punkte. Frau Feldmayer, lassen Sie eine Frage des Abgeordneten Rock zu? Nein. Es gibt aber auch gute Punkte in diesem Eckpunktepapier. Das will ich nicht verhehlen. Das muss man bei aller Kritik auch sagen. Es gibt jetzt einen Einstieg in die CO2-Bepreisung. Hier geht es also in die richtige Richtung. Es wird ein Schritt gemacht in Richtung CO2-Bepreisung. Doch gibt es mit dem Einstiegspreis von 10 € überhaupt keine Lenkungswirkung. Der Aufschlag auf den Benzin- und Dieselpreis wird an der Tankstelle nicht spürbar sein. Das ist im Bereich der normalen Preisschwankungen. Von daher 10 € ist wirklich ein zaghafter Versuch. Das wird nichts nützen. Von daher guter Ansatz, aber falsch ausgeführt. Kontraproduktiv ist auch, die Pendlerpauschale zu erhöhen, ohne insgesamt für eine Mobilitätswende zu sorgen. Und das Bundesamt für Statistik hat gesagt, das ist auch so, dass über 80% der Fernpendler, das sind diejenigen, die das Auto benutzen. Also diejenigen, die das Auto benutzen, werden dort bevorzugt. Und es ist nicht so, dass diejenigen in den Genuss kommen, die auf umweltfreundliche Mobilität umsteigen. Also auch da ist es eine herbe Enttäuschung, dieses Paket. Und was besonders schlimm ist, und was wirklich besonders schlimm ist, das ist, dass die CSU sich in diesem Papier durchgesetzt hat mit der Ausbaublockade bei der Windkraft an Land. Und das mutet geradezu abstrus an, in einem Klimapaket, in einem Eckpunktepapier für den Klimaschutz, dass dort das Rückgrat für den Klimaschutz, die Energiewende, so wirklich blockiert wird. Das geht gar nicht. Wir brauchen die Energiewende, um voranzukommen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Die Klimaziele der Bundesregierung für 2030 werden sich mit so einem Klimapaketchen eben nicht erreichen lassen. Das geht nicht. Und auch wir in Hessen, wir brauchen gute Rahmenbedingungen für unsere Klimaziele. Und wenn die Windkraft an Land so abgewürgt wird, können wir diese Klimaziele auch nicht erreichen. Hier brauchen wir wirklich gute flankierende Maßnahmen von der Bundesregierung. Und das ist leider mit diesem Eckpunktepapier nicht gegeben. Wir müssen gucken, ob Schadensbegrenzung noch möglich ist. Aber ich sage ganz klar, die Verantwortung für dieses Klimapapier, die Verantwortung ist bei der Bundesregierung. Und wenn die Umweltministerin meint, sie müsste an diesem Papier, was sie selbst mit verfasst hat, selbst kritisieren und dann darauf warten, dass gute Vorschläge von außen kommen, kann ich nur sagen, die Verantwortung ist bei der Bundesregierung. Es geht nicht so, auch bei der SPD, dass man regiert und gleichzeitig so tut, als wäre man an der Opposition. Und wir spüren doch die Auswirkungen der Klimakrise bereits. Sie sind besonders gravierend spürbar in den Moment armen mal. Ländern. Bisschen mehr Ruhe. Die Rednerin Feldmayer hat das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir spüren doch die Auswirkungen der Klimakrise bereits. Besonders in den Ländern, in den ärmsten Ländern, sind sie spürbar. Und diese Menschen, die sind für den menschengemachten Klimawandel am wenigsten verantwortlich. Deswegen muss doch Deutschland, ein entwickeltes Industrieland, vorangehen und muss mutige, große Schritte machen im Kampf gegen den Klimawandel und nicht kleine Trippelschrittchen, wie man das mit diesem Klimapaket sieht. Es ist auch bedauerlich, dass alle Maßnahmen auf die nächste oder übernächste Wahlperiode verschoben werden. Es wird auf die lange Bank geschoben. Es geht nicht richtig voran. Diese Zeit haben wir nicht. Wir können nicht warten. Gestern hat der Weltklimabeirat noch einmal einen Bericht vorgelegt zum Thema Ozeane und Eisschicht. Dieser Bericht des Weltklimarats von gestern zeigt, wie groß die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane und die Kryosphäre sind. Diese Auswirkungen werden wir alle spüren. Deswegen muss entschlossen gehandelt werden beim Thema Klimaschutz. Frau Abg. Feldmayer, Sie müssten zum Schluss kommen.
komme zum Schluss. Wir handeln in Hessen entschlossen. Wir haben den integrierten Klimaschutzplan 2025. Wir werden uns natürlich die Vorschläge der Bundesregierung gut anschauen. Aber eines muss ich sagen, es ist wirklich enttäuschend, dieses Dokument der Mutlosigkeit. Und wir müssen schauen, ob man noch etwas verbessern kann. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Lichert von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, verehrte Kollegen! How dare you? Wie können Sie es wagen? Wir alle haben noch die Bilder von den Greta Thunberg-Festspielen und den Demonstrationen vom vergangenen Wochenende vor Augen. Aber das wirklich Schlimme ist, ich glaube, Gretas Angst ist echt. Sie und Millionen andere Kinder und Heranwachsende leben in Angst. Und Sie tragen Mitschuld daran. How dare you? Es wird ja gerne uns von der AfD vorgeworfen, wir würden irrationale Ängste schüren. Die Mutter aller irrationalen Ängste steht in den Augen dieser jungen Frau. How dare you? Und Sie lassen es zu, dass Wanderprediger, viele von Ihnen auf die eine oder andere Weise sogar noch staatlich subventioniert, in der Tradition von Endzeitsekten die Apokalypse an die Wand malen, von unausweichlichem Arten- und Massensterben halluzinieren und damit unsere Kinder und Jugendlichen indoktrinieren. How dare you? Sie können das Klima nicht schützen, aber Sie können noch nicht einmal Ihre eigenen Ziele beim Klimaschutz erreichen, obwohl Sie exorbitante Summen investieren. Es hindert Sie aber nicht, Kinder und Jugendliche für Ihre Ziele zu instrumentalisieren. Und damit meine ich noch nicht einmal die Unterwanderung der Fridays for Future-Bewegung durch linke Parteien, sondern dass sie es zulassen, dass gefährliche Präzedenzfälle in den Schulen geschaffen werden. Was werden wir uns denn nicht alles noch anhören müssen? Vielleicht demnächst Mondays for Food, um gegen den Hunger auf der Welt zu demonstrieren. Tuesdays for Peace, für den Weltfrieden, auch eine gute Idee, oder? Wie wollen Sie diese Menschheitsziele hierarchisieren und priorisieren? Wie wollen Sie das tun? Das geht überhaupt nicht. Allerdings stören Sie sich ja auch nicht an der Hierarchisierung von Gewaltopfern. Insofern fürchte ich, dass Sie auch diesen Zynismus und diese Heuchelei aufbringen werden. Gerade Kinder und Heranwachsende sind besonders anfällig für Gruppen- und Konformitätsdruck. Das weiß jeder. Und mittlerweile lastet dieser Gruppendruck auf denjenigen, die nicht mitmachen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Meine Damen und Herren, grundsätzlich gilt, staatlich geförderte Ideologisierung der Jugend ist stets ein Merkmal von Diktaturen. Warum gibt es denn den Beutelsbacher Konsens? Warum gibt es denn das Überwältigungs- und Indoktrinationsverbot, um Schüler vor den Übergriffen der Politik und ihrer Propaganda zu schützen? Aber wozu denn dieser Kinderkreuzzug, der offene Türen einrennt? Ganz einfach. Die desaströse Bilanz der Energiewende soll durch hypermoralische Hysterie übertönt werden. Ja, Hysterie. Deutschland verfehlt seine Klimaziele nämlich Lichtjahre weit. Ende 2014 wurde das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 verabschiedet. Beim BMU heißt es dazu, die Bundesregierung will sicherstellen, dass Deutschland seine Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40% gegenüber 1990 reduziert. Dies war das Ziel aller Bundesregierung seit 2002. Tatsächlich liegen die Schätzungen des BMU zur Zielerreichung bei etwa 32%. Autsch, 20% unter Plan. Herr Warnecke, ist das für Sie kein Lichtjahr? Für mich schon. Das bedeutet auch, alle Bundesregierungen seit 2002 haben bei diesem Ziel kläglich versagt. Deutschland hat mit seinen energiepolitischen Alleingängen
um nicht zu sagen Amokläufen, den europäischen Emissionshandel unterlaufen. Dadurch war von vornherein klar, dass die europäischen Emissionen überhaupt nicht sinken würden. Aber immerhin hätten sie in Deutschland sinken können. Das ist aber nicht erfolgt. Pustekuchen. Das bedeutet das handwerkliche und ordnungspolitische Unvermögen der Verantwortlichen ist offensichtlich. Sie können es nicht. Hunderte Milliarden an volkswirtschaftlichen Zusatzkosten sind bereits geflossen, und es werden noch viel mehr werden. Das findet aber nicht jeder schlimm. Das finden z.B. diejenigen überhaupt nicht schlimm, die aufgrund ihres hohen Einkommens und Vermögens von den sicheren Anlagen in EEG-Anlagen profitieren können. Deswegen sind die GRÜNEN ja auch die Partei der besser Subventionierten, und sie bedienen ihre Klientel. Das EEG ist eine Umverteilung von unten nach oben und nicht nur ökologisch und ökonomisch, sondern auch sozial eine Katastrophe. Spätestens jetzt müssten ja die Kollegen von den verschiedenen linken Geschmacksrichtungen aufwachen. Aber sie versuchen ja lieber auf der grünen Welle zu surfen. Aber Gott sei Dank, Mitläufertum war in Deutschland noch nie ein Erfolgsmodell. Unter dem Titel der großen Transformation soll diese Umverteilung nun globalisiert werden. Aber glücklicherweise besteht keine Gefahr, dass das passiert. Andere Länder erkennen sehr wohl, dass die Energiewende eine Sackgasse ist, weil sie ihre ideologischen Scheuklappen abgelegt haben. Lassen Sie uns nur noch die Glaskugel polieren und einen Blick in die Zukunft werfen. Der Kohleausstieg wird nicht wie geplant stattfinden, weil es Bund und Länder schlichtweg versäumen werden, die notwendigen Investitionen in Gaskraftwerke zu ermöglichen. Die Bundesnetzagentur wird daher die Abschaltung der letzten Kohlemeile schlicht untersagen, um die Netzstabilität zu erhalten. Genau diese Netzstabilität hing bereits in diesem Jahr mehrfach am seidenen Faden. Aber wahrscheinlich brauchen wir wieder den großflächigen Blackout im Netz, um den Blackout der Politik offensichtlich zu machen. Die Klimaziele werden trotzdem nicht erreicht werden, weil die tiefhängenden Früchte nämlich schon längst geerntet wurden. Das bedeutet, die Vermeidungskosten steigen im Zeitverlauf. So, und das jetzt in einer Phase, wo wir mit einer Wirtschaftsabkühlung konfrontiert sind. Das bedeutet, wir steuern auf Zielkonflikte und Verteilungskämpfe zu. Und das bedeutet, dass früher oder später die Bürger das Vertrauen in ihre Politik verlieren werden. Und was passiert dann? Zunächst nimmt die Zahl der Dissidenten zu. Sie haben es sicher verfolgt. 500 Wissenschaftler haben diese Woche einen offenen Brief gegen Klimahysterie unterschrieben. Die normative Kraft des Faktischen wird der Energiewende den Stecker ziehen, aber dann wird es zu spät sein. Bis Sie umdenken, ist es schon viel zu spät. Sie werden aber bis dahin wirtschaftlich, sozial und ökologisch verbrannte Erde hinterlassen haben. Und ich frage Sie, how dare you? Als nächstes hat sich der Abgeordnete Felstehausen von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich darauf eingehen will und werde, was hier die AfD gerade zum Besten gegeben hat. Aber ich glaube, bei einem solchen klimapolitischen Blackout, der uns hier gerade präsentiert worden ist, lohnt es sich nicht, auch nur eine Minute darauf zu verwenden. Meine Damen und Herren, die Ankündigungen des sogenannten Klimakabinetts sind bestenfalls für ein Drittel der einzusparenden CO2-Mengen gut. Die 2020er Klimaschutzziele erreichen wir nicht, das ist bekannt. Und für die 2030er-Ziele werden wir ohne Nachbesserungen auch nicht an unser Ziel kommen. Das sagen nicht die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten und die Umweltverbände. Das sagt auch das Bundesumweltamt, der Rat für nachhaltige Entwicklung und, wenn man mal genau hinhört, auch die Bundesregierung. Es sei, so hat die Kanzlerin gesagt, das politisch Mögliche gewesen. Die Zukunft der Jugendlichen und der kommenden Generationen aufs Spiel zu setzen, und das mit der Aussage,
politisch sei nicht mehr möglich gewesen, zu entschuldigen, wirft doch wirklich die Frage auf, für wen die GroKo überhaupt Politik macht. Und wenn wir uns jetzt einmal genau angucken, was für Maßnahmen in diesem Klimapaket drin sind, ich glaube, dann wird das auch klar, für wen Politik gemacht wird. Die klimaschädlichen Subventionen wurden so gut wie überhaupt nicht angefasst. Das Dienstwagenprivileg bleibt. Diesel werden weiterhin steuersubventioniert. Kerosin wird auch zukünftig nicht besteuert. Der Kohleausstieg bleibt bei 2038. Und mit 10 Euro pro Tonne CO2 erreicht der Zertifikatehandel überhaupt keine Lenkungswirkung. Das Klimapaket, meine Damen und Herren, ist eher ein Konjunkturpaket, klimapolitisch, aber weitestgehend wirkungslos. Mit Blick auf Hessen, meine Damen und Herren, stellt sich die Frage, warum die GRÜNEN hier so laut tönen und die Rahmenbedingungen sowie Nacharbeiten im Bundesrat ankündigen. Das wollen wir doch erst einmal sehen, wie die GRÜNEN die Bremser der CDU davon überzeugen, im Bundesrat tatsächlich das Klimapaket scharf zu stellen. Und ich wage einmal eine Prognose. Weil die GRÜNEN in der Regierung zusammen mit der CDU bleiben wollen, werden sie an dieser Stelle als Tiger starten, aber als Bettvorleger enden. Der hessische Klimaschutzplan 2025 mit seinen 140 Maßnahmen schafft jedenfalls nicht die Rahmenbedingungen für einen gelingenden Klimaschutz. Klimaschutz heißt nämlich, engagiert voranzugehen. Und wenn ich mir diesen Plan angucke, dann kann ich feststellen, dass er schon bei seiner Vorstellung 2015 ein Rohrkrepierer war. Schon 2015 war klar, dass Hessen mit diesem Plan keinen ausreichenden Beitrag zur Erreichung des 2-Grad-Ziels leisten können wird. Und zweitens hat sich bereits vor der schwarz-grünen Jubelstunde die Weltgemeinschaft in Paris auf 1,5 Grad verständigt, weil bei einer Erhöhung der globalen Durchschnittstemperaturen um 2 Grad die Heimat vieler Menschen bereits unter Wasser stehen würde. In den letzten 3 Jahren sah die Hessische Landesregierung aber keinen Grund, ihre Planungen an die geänderten Klimaschutzziele anzupassen. Wie hypnotisiert und gegen besseres Wissen beharrt die hessische Umweltministerin Priska Hinz auf dem alten, aber untauglichen Plan, auf 140 Maßnahmen und auf das Ziel 2050 als Zeitpunkt, zu dem Hessen endlich klimaneutral werden soll. Das war im letzten Umweltausschuss so, als wir die Ministerin mit dem Beschluss ihrer eigenen Parteibasis konfrontierten, Hessen bis 2035 klimaneutral zu machen. Der Plan soll aber erst einmal bleiben, so hieß es, und erst zu seinem Ende überarbeitet werden. Klimapolitischer Aktionismus oder Hysterie, so wie diese Aktuelle Stunde heißt, und so wie die FDP unterstellt, kann man der Umweltministerin bei so viel Lethargie und Beharrungsvermögen bestimmt nicht vorwerfen. Und leider kann die schwarz-grüne Landesregierung bis heute auch nicht sagen, wie viele Tonnen CO2 durch diese 140 Maßnahmen in den letzten 3 Jahren eingespart werden soll. Geschätzte grüne Abgeordnete, es reicht eben nicht, ständig zu beteuern, dass Hessen beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnimmt, dass wir im Ökolandbau ganz toll sind, dass wir einen Ökoaktionsplan haben, dass wir Elektrobusse fordern und dass Hessen sich als erstes Bundesland für Dienstreisen mit dem Flugzeug freikaufen will. Es ist der Zeitpunkt, wo die Landesregierung sagen muss, wo sie beim Klimaschutz tatsächlich steht. Wir haben in den letzten Jahren genügend Phrasen und Klimamarketing gehört. Jetzt müssen tatsächlich mal Zahlen auf den Tisch. Und eingesparte Tonnen CO2, liebe Kolleginnen und Kollegen, eingesparte Tonnen CO2, das ist tatsächlich die harte Währung des Klimaschutzes. Wie viele Tonnen CO2 haben die 140 Maßnahmen in den letzten Jahren tatsächlich eingespart? Das kann bisher von der grünen und schwarzen Landesregierung nur behauptet werden, aber tatsächlich gesagt und belegt werden kann es nicht. Und deshalb sagen wir, wir müssen an dieser Stelle deutlich besser und schärfer werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern gab es neben dem IPCC-Bericht auch den nationalen Weltgipfel. Klar ist, um eine gemeinwohlorientierte Leistung des Waldes, wie z. B. die CO2-Bindung und die Wasserspeicherung erhalten zu können, muss die Holznutzung von der Geldrendite entkoppelt werden.
Der Walderhalt muss deutlich vor einer wirtschaftlichen Nutzung stehen. Für den Wald gilt, wie für alle anderen Bereiche auch, Profite können nicht der Maßstab sein, mit dem wir in Zeiten des Klimawandels tatsächlich unsere Maßnahmen, an denen wir sie da orientieren. Das gilt genauso für den öffentlichen Nahverkehr wie für die Versorgung der Menschen mit Wasser oder mit Nahrungsmitteln. Ein nachhaltiges, ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, welches das Klima schützt, ist mit wachstums- und gewinngetriebenen Produktionsverhältnissen nicht vereinbar. Wollen wir das Klima schützen, muss sich auch unsere Wirtschaftsweise ändern. Sie darf nicht nur profitorientiert sein, sie muss gemeinwohlorientiert sein. Und das ist der entscheidende Schritt hin zu einem vernünftigen Klimaschutz. Der neoliberale Turbokapitalismus muss gestoppt werden. Er gefährdet, ja, das muss an der Stelle gesagt werden, er gefährdet, hören Sie mal zu, er gefährdet nämlich nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das soziale Klima. Dieser Kapitalismus braucht Wirtschaftswachstum. Er beutet Natur und Menschen aus und treibt den Klimawandel an. Und im Übrigen, hören Sie noch einmal darauf zu, hören Sie noch einmal zu, was Papst Franziskus gesagt hat. Der kam an der Stelle zu genau dem gleichen Fazit. Er sagte nämlich, meine Damen und Herren, diese Wirtschaft tötet. Damit sind Sie am Ende Ihrer Redezeit angekommen. Ja. Sie müssen zum Schluss kommen. Meine Damen und Herren, das können wir noch steigern, aber ich glaube, das, was an dieser Stelle uns der Papst im Stammbaum geschrieben hat, ist völlig richtig. Wer das Klima retten will, der muss eben unsere Wirtschaftsweise auch ändern wollen. Und diese Einsicht, meine Damen und Herren, unterscheidet uns fundamental. Wir sagen sehr deutlich, System Change, not Climate Change. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich der Abgeordnete Grumbach der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss gestehen, der heutige Vormittag lässt mich einigermaßen ratlos. Wir haben hier in unterschiedlichen Aspekten darüber geredet, dass junge Leute auf die Straße gehen, unter welchen Umständen auch immer, und protestieren. Und ich betrachte das eigentlich als ein Protest gegen Politikversagen. Wer uns aber heute zugehört hat, käme vielleicht auf die Idee, dass Sie recht haben. Wir versagen in dieser Debatte in einer Form, von der ich glaube, dass sie dem Thema nicht angemessen ist. Ich bin an der Stelle. Wir haben in der Sache, Frau Knell, CDU, ganz unterschiedliche Ideen, wie es gehen soll. Aber wir spielen nicht das Spiel, lasst uns mal in der Sache klären, sozusagen, was geht, wo die Interessengegensätze liegen, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wo wir notwendigerweise Entscheidungen durch die Wählerinnen und Wähler treffen lassen müssen, sondern wir spielen das Spiel, welche Punkte haben wir im politischen Gefecht. Die AfD lasse ich mal einen Moment weg, weil die ihre eigene Welt hat, die sie heute auch beschrieben hat. Und die Widersprüche dieser eigenen Welt sind relativ offensichtlich. Wer sagt, wir verfehlen die Klimaziele, obwohl es keinen Klimawandel gibt, muss sich überlegen, wie stichhaltig seine Argumentation ist. Wer sagt, dass eine junge Frau ihr gesellschaftliches Engagement nicht ausüben soll, der muss sich überlegen, was er von Demokratie hält und was er von Basisbeteiligung hält. So, das ist aber auch alles dazu. Viel mehr bereitet mir Sorge, dass wir den anderen Teil nicht in den Griff kriegen. Ja, wir haben unterschiedliche Ideen, sozusagen, wie wir aus der Misere rauskommen. Ich teile ja einen Teil auch der Ideen meines Vorredners, aber sie werden gesellschaftlich so nicht funktionieren. Und wovon wir reden, ist was, wo andere Gesellschaften zu anderen Zeiten andere Maßnahmen hatten. Ich würde mal gerne Ihnen vorschlagen, statt sozusagen unsere Geplänkelreden zu führen, hören Sie sich die beiden Reden aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten zu Beginn oder mitten im Zweiten Weltkrieg an. Winston Churchill, Blut, Schweiß und Tränen,
und Roosevelt zur Frage Kriegseintritt der Vereinigten Staaten. Beide Reden haben deutlich gemacht, dass eine Katastrophe, die auf die Welt zurollt, nur zu regeln ist, wenn die Menschen im Land und international in der Weise zusammenhalten, dass sie das Problem gemeinsam angehen. Diese Art von Geplänkel ist das Gegenteil dieser Haltung. Und ich sage es, an dieser Art von Geplänkel wird das Scheitern unserer Aufgabe so möglich sein. Es geht nicht darum, im Moment, wer Punktgewinne hat. Jeder von uns weiß und jeder kann das aussprechen. Alle politischen Parteien hier in diesem Raum, jetzt mal außer der AfD, sind irgendwo in politische Koalitionen eingebunden. Und diese politischen Koalitionen führen dazu, dass sie Dinge tun oder nicht tun können, was sie machen wollen. Und die Variante zu sagen, liebe Rote in der Bundesregierung, spielt ihr mit der CDU und ihr kriegt zu wenig hin. Und hier in Hessen so zu tun, als seid ihr nicht eingeschränkt durch die CDU, das geht einfach nicht. Ich gebe ja gerne zu, als Sozialdemokrat, der etwas anderes will, dass das, was wir hingekriegt haben in Berlin, nicht das ist, was ich gewollt hätte. Ich gebe übrigens auch zu, dass das erst der Anfang ist. Das ist unstreitig. Aber das ist eine Frage gesellschaftlicher Auseinandersetzung, wo wir nicht gewinnen, indem wir sagen, ihr seid zu doof, sondern wo wir mal gewinnen, indem wir die Kräfte an der Stelle bündeln. Und ich will auch mal sagen, was die Umweltministerin in Berlin hingekriegt hat, das Zentrale ist nicht eine einzelne Einzelmaßnahme, sondern der zentrale Punkt ist, dass sie hingekriegt hat, dass Jahr für Jahr geguckt werden muss, was passiert ist, ob es reicht oder nicht. Diese Klausel ist das Herzstück aller Debatten. Wenn wir die nicht ausnutzen können, haben wir die Debatte verloren, weil dann passiert das Gleiche wie jetzt. Wir stellen am Ende der Periode fest, ups, wir haben ja gar nichts gemacht. So. Und ich glaube schon, dass dann der nächste Punkt kommt, wo ich mit der FDP dann ein bisschen hadere, in der Sache, nicht in der Frage, was ihr wollt. Der Punkt ist, wenn man sich auf Zukunft einrichtet, wissen wir nicht, was passiert. Wir haben nur Vorstellungen davon aus der Vergangenheit, aus Modellen, was auch immer. Und es gibt die Variante, in diesen Situationen zu sagen, es gibt unterschiedliche Szenarien. Euer oder Ihr Szenario ist das, ich bin selber Optimist, aber es ist das Szenario, die Technik wird schon richten. Es wird schon irgendjemand rechtzeitig etwas einfallen, und wir können ein paar Sachen ersetzen, und dann geht es so weiter. Ich fasse es jetzt mal ein bisschen boshaft zusammen. Ich gebe es ja zu. Alles gut. Aber es ist eine Grundrichtung. So. Die Frage ist, ob eine Welt funktioniert, die sich alleine auf dieses Szenario stützt. Oder um einen Filmsatz zu nehmen, wo ist der Plan B? Wir brauchen einen Plan B für den Fall, dass das nicht funktionieren kann. Und wir brauchen einen Plan B, der eben bedeutet, dass wir nicht die Menschen auseinandernehmen, in die, die sozusagen vor lauter Angst sagen, es passiert ja gar nichts, Klimawandel gibt es nicht, in die, die vor lauter Angst sagen, Klimawandel gibt es, aber wir können nichts tun, und die kleine Minderheit, die dann versucht, verzweifelt was zu machen. So, und da sind wir an dem Punkt, wo wir sehr genau auf Gleichgewicht regeln müssen. Wir Sozialdemokraten haben in der Tat das Problem, dass wir, und ich bin nur Großstädter, genau wissen, dass bestimmte Dinge in Großstädten machbar sind, von der Frage Verkehr, von der Frage Energie, von der Frage Wohnungsbau, die wir so schnell nicht auf dem Land umsetzen können. Und wir wissen, dass wenn wir etwas ändern wollen, es bedeutet, dass Leute, die heute ordentlich Geld verdienen mit einer Arbeit, die sie schätzen und für die sie ausgebildet sind, in 20 Jahren diese Arbeit nicht mehr haben, obwohl sie noch nicht pensionsreif ist. In diesem Zwiespalt zu leben, ist unser Schicksal. Aber wir nehmen das Schicksal an, weil wir glauben, dass diese Gesellschaft sich nur dann bewegen kann, wenn wir was sozusagen zusammenbringen. Und dann reicht es mir nicht, wenn einer sagt, na ja, wir machen als CO2 teurer, ohne dass er mir sagt, was mache ich mit dem Rentner, was mache ich mit dem Arbeitslosen, was mache ich mit dem Jugendlichen, sondern so. Das ist der Punkt, da muss man die Fragen zusammen diskutieren. Deswegen versuche ich in der Tat jetzt nicht in, ihr seid irgendwie böse, weniger klug, sondern es ist in der Tat, wir werden eine Form des gemeinsamen Nachdenkens finden, wo wir unsere unterschiedlichen Vorstellungen, wie sieht die Gesellschaft der Zukunft aus, und egal welche Vorstellungen wir haben, wie sieht die Rettung oder die Beherrschung eines Zustandes aus, den die Menschen selber geschaffen haben mit dem Klimawandel.
Das ist eine Aufgabe, das ist eine Aufgabe, die nicht mit Sprüchen zu lösen ist, sondern mit viel Nachdenken und viel Reden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich die Abgeordnete Arnold von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bei einem Thema, das für die AfD-Fraktion ja eigentlich gar nicht existiert, schafft es trotzdem der Kollege Lichert, 7,5 Minuten unserer Lebenszeit uns damit zu berauben, uns den Vortrag seiner geistigen Umnachtung ertragen zu müssen. Wenn man glaubt, tiefer kann die AfD nicht sinken, finden Sie noch eine tiefere Schublade, in die Sie sich selbst stecken. Die Anträge zu dieser Aktuellen Stunde zeigen einmal mehr, es geht beim Thema Klimaschutz nicht um das Ob, sondern um das Wie. Unser Landtag ist sich über fast alle Fraktionen hinweg einig darüber, dass die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an unvermeidliche Klimaveränderungen notwendig sind und eine hohe Priorität haben. Es geht nicht darum, ob wir das Klima schützen wollen, es geht darum, wie wir das Klima schützen wollen. Und nun kommt die Diskussion in der Aktuellen Stunde zu einem Zeitpunkt, an dem das Klimapaket der Großen Koalition erst einige Tage alt ist. Und die vergangenen Tage haben rund um dieses Klimapaket noch einmal sehr deutlich gezeigt, es geht auch darum, ob wir über den Klimaschutz, es geht nicht darum, ob wir über den Klimaschutz diskutieren. Das müssen wir ohne Zweifel tun. Aber es geht darum, wie wir über das Thema Klimaschutz diskutieren. Und hierzu erlauben Sie mir doch einige Anmerkungen für meine Fraktion, die genau im Sinne Ihres Antrags sind, liebe Freie Demokraten, nämlich geprägt von Sachlichkeit. Wenn Pläne zum Klimaschutz kritisiert werden, noch bevor überhaupt deren Inhalte bekannt sind, ist dies aus meiner Sicht einfach nur unseriös. Eine Hauptsache Dagegenhaltung schadet unserer politischen Kultur und auch dem Vertrauen in die Politik. Und schlimmer noch, eine solche Debattenkultur und Extrempositionen befördern die Entstehung einer neuen Konfliktlinie in unserer Gesellschaft. Und dabei ist es doch unsere Aufgabe, genau in dieser Situation die Menschen wieder zusammenzubringen. Und genau das ist der Punkt. Klimaschutzpolitik funktioniert nur durch Akzeptanz. Sie funktioniert nur, wenn sie von der breiten Masse der Gesellschaft mitgetragen wird. Es geht nur mit den Menschen, und es geht nicht gegen sie. Und dies, meine Damen und Herren, kann nicht mit einer Politik gelingen, die von Emotionen und von Ängsten getrieben ist. Wir brauchen eine Klimapolitik basierend auf Fakten, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Eine Klimapolitik, die sich an den Menschen mit ihren Bedürfnissen und ihrer Lebenswirklichkeit orientiert. Eine Klimapolitik, welche die Mobilität der Menschen, besonders im ländlichen Raum, berücksichtigt. Mit Anreizen für klimafreundliche Mobilitätslösungen statt verboten. Eine Klimapolitik, welche die Arbeitsplätze der Menschen berücksichtigt und hier Innovationen fördert sowie offen ist für neue Technologien. Eine Klimapolitik, welche die sozialen Belange und die finanziellen Belastungen der Menschen genauso berücksichtigt. Insofern kann ich der Aussage zustimmen, dass wir mehr Sachlichkeit in der Klimapolitik benötigen. Ich sehe allerdings nicht, dass wir dies für Hessen brauchen, wie Sie es in der Überschrift Ihres Antrags schreiben. Von einer aktionistischen Symbolpolitik im Wochenrhythmus sind wir in Hessen mit unserem integrierten Klimaschutzplan weit entfernt. Für uns gilt es, mit einem klaren Plan weiter die Erreichung unserer ambitionierten Ziele in der Klimapolitik anzustreben und hierbei fortlaufend zu evaluieren, in welchen Bereichen wir noch besser werden können. Und wir handeln.
Über die Hälfte der 140 Maßnahmen im integrierten Klimaschutzplan wurden bereits in Angriff genommen. Unsere Anstrengungen in Hessen können jedoch nur erfolgreich sein, wenn alle zusammenarbeiten. Kommunen, Länder, der Bund und die Europäische Union müssen die notwendigen Rahmenbedingungen festlegen und die erforderlichen Maßnahmen umsetzen, damit wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen. Und die Bundesregierung hat mit ihrem Klimapaket Schritte eingeleitet, die an vielen Stellen den von mir zuvor skizzierten Leitgedanken entsprechen, etwa durch Anreize wie attraktivere ÖPNV-Angebote oder Abwrackprämien für alte Heizungen statt Verboten, etwa mit dem Zertifikatehandel, denn dadurch wird aus unserer Sicht beispielsweise genau der richtige Rahmen gesetzt, CO2-Mengen zu verringern, anstatt nur zu verteuern. Und er ist auch ökonomisch sinnvoll, da er Innovation befördert und für eine so wichtige Technologieoffenheit steht, ebenso wie für einen marktwirtschaftlichen Ansatz. Zugleich wird die soziale Dimension berücksichtigt, indem die Bürgerinnen und Bürger an einigen Stellen entlastet werden, wie durch die Senkung der EEG-Umlage beim Strompreis oder auch die viel diskutierte Entfernungspauschale. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Klimawandel ist eine Herausforderung, die uns noch in den kommenden Monaten und Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, beschäftigen wird. Je mehr Sachlichkeit wir in die politischen Prozesse bringen, umso wirkungsvoller und schneller können wir der Herausforderung begegnen. Und diese Sachlichkeit, die wünsche ich mir für zukünftige Diskussionen hier im Hessischen Landtag, nicht nur beim Klimaschutz. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Landesregierung hat die Staatsministerin Hinz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am globalen Klimastreik am letzten Freitag haben ja weltweit Millionen Menschen teilgenommen, auch in Deutschland über 1 Million. Und es waren nicht nur die Jüngeren, es waren Bürgerinnen und Bürger aus allen Altersgruppen, aus unterschiedlichen Vereinen, Verbänden, auch aus Unternehmen. Und das war schon sehr beeindruckend. Und diese Menschen und viele weitere, die nicht auf der Demonstration sein konnten, erwarten zu Recht von der Politik, dass Klimaschutz als Topthema behandelt wird. Und sie erwarten zu Recht, dass Deutschland, das sich ja als Nation auch dem Vertrag von Paris verpflichtet hat, dass diese Bundesrepublik eine ehrgeizige Klimapolitik betreibt, um spätestens 2050 klimaneutral zu sein. Darum geht es. Auch wir in Hessen sind verantwortlich für die Erreichung dieses nationalen Ziels und des globalen Ziels. Deswegen haben wir nicht nur einen Klimaplan unter großer gesellschaftlicher Beteiligung aufgestellt. Wir haben bereits doppelt so viele Maßnahmen begonnen, wie eigentlich vorgesehen war. Wir nutzen auch jetzt schon neue Möglichkeiten, die über diesen Plan hinausgehen, um so schnell wie möglich mehr Treibhausgasemissionen einzusparen. Im Ökolandbau sind wir weiter als gedacht, und wir wollen mit dieser klimafreundlichen Landbewirtschaftung 25% bis 2025 erreicht haben der landwirtschaftlichen Nutzung. Mit unserem Programm Vielfältige Ackerkulturen, gerade für die konventionelle Landwirtschaft, fördern wir diese, ebenfalls CO2 einzusparen. Und wir haben jetzt z. B. mit der Nassauischen Heimstätte eine neue Zielvereinbarung geschlossen. Sie wollen ihren Gebäudebestand klimaneutral stellen und dafür 2 Milliarden € in die Hand nehmen, damit die Mieten trotzdem verträglich bleiben.
Das ist ein wichtiges Ziel beim Klimaschutz, auch die Sozialverträglichkeit herzustellen. Und mit dem Schülerticket führen wir in Hessen nach dem Schülerticket das Seniorenticket ein. Wir gehen damit einen weiteren Schritt in Richtung Verkehrswende. Wir stecken mehrere Millionen Euro in E-Busse, in mehr Radfernwege. Wir unterstützen auch kommunale Radinfrastruktur und Carsharing. Und wir stocken die Bundesmittel für den öffentlichen Nahverkehr gravierend auf. Und, meine Damen und Herren von der FDP, das ist weit mehr für den Klimawandel als nur die Freiheit beim Autofahren oder im Autofahren zu sehen, wie Sie das bei den letzten Debatten zu diesem Thema hier getönt haben. Für die aktiven Klimakommunen sind die Förderquoten erhöht worden, und das ist notwendig, weil auch die Kommunen energischer voranschreiten müssen im Klimaschutz in den nächsten Jahren, genauso wie das Land. Auch das sage ich ausdrücklich dazu. Wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir müssen weiter strukturverändernde Maßnahmen ergreifen, auch neue. Und dafür werden wir ja den Monitoringbericht ausschreiben. Und damit wir genau sehen, was haben wir in welchen Bereichen erreicht, wo haben wir nicht das erreicht, was notwendig war, und wie muss der neue Klimaschutzplan erstellt werden. Das ist dringend notwendig, und das gehen wir an. Auch das habe ich immer dazu gesagt in den Debatten im Umweltausschuss, genauso wie ich gesagt habe, wir versuchen, früher als 2050 klimaneutral zu sein. Das versuchen wir, aber wir brauchen Rückenwind aus Berlin und aus der Europäischen Union in Hessen. Das ist die Grundlage dafür. Wir können selbst in Hessen nur 20% der Treibhausgasemissionen beeinflussen. Wir brauchen die Bundesregierung, und gerade deshalb sage ich wirklich mit Bedauern, dass das Klimapaket der Bundesregierung vom letzten Freitag bislang unzureichend ist für Rückenwind in Hessen. Bislang unzureichend. Ja, es gibt gute strukturelle Ansätze in diesem Beschluss. Es gibt den Einstieg in die dringende notwendige CO2-Bepreisung im Verkehrs- und Gebäudebereich. Und es ist, glaube ich, ein kluger Weg von der CO2-Steuer, wie es ja am Anfang ist, dann auch in den Übergang zum Emissionshandel zu gestalten. Das finde ich ausdrücklich richtig. Nur ist klar, dass 10 Euro pro Tonne CO2 keine Lenkung beinhaltet. Das ist sozusagen ein Beginn, der aber Jahre des Klimaschutzes erst einmal verschenkt. Und das finde ich bedauerlich an diesem Paket, ausdrücklich bedauerlich. Es wird viel Geld für Programme vorgesehen, aber es ist oft nicht sehr stimmig. Eine Abwrackprämie z.B. für Ölheizungen wird konterkariert dadurch. Lassen Sie eine Frage der Abgeordneten Müller zu? Nein, danke. Ich habe ja nicht mehr so viel Zeit. Wird konterkariert durch die Möglichkeit, im selben Zeitraum Ölheizungen noch einzubauen. Und insofern ist dieses leider eine Geldverschwendung. Es ist gut, dass wir tatsächlich ein Gesetz mit Sektorzielen im Bund bekommen werden mit einem Überprüfungsmechanismus. Das halte ich ausdrücklich für sinnvoll und notwendig. Wir werden diesen Überprüfungsmechanismus mit den anschließenden Verbesserungen auch dringend brauchen. Also, da gebe ich jetzt Brief und Siegel drauf. Das wird gar nicht anders gelingen, die Klimaziele zu erreichen, als diesen Überprüfungsmechanismus dann auch anzuwenden. Schlecht ist, meine Damen und Herren von der FDP,
dass bei der Windenergie weiter Flaute herrscht. Und Gas ist, kann Übergangstechnologie sein. Das ist richtig. Aber wir brauchen das klare Ziel erneuerbare Energien. Da stehen Sie bei Wind natürlich gerne auf der Seite von Herrn Söder. Aber das hilft uns in Hessen auch nicht weiter, unsere Klimaziele zu erreichen. Meine Damen und Herren, wir werden uns weiter konstruktiv einbringen in die Gespräche, wenn sie avisiert sind vom Bund über die Frage der einzelnen gesetzlichen Regelungen. Wir glauben, dass das Paket noch besser gemacht werden kann, damit wir mehr Rückenwind in Hessen bekommen. Den brauchen wir, den wollen wir, damit wir unsere Klimaziele überhaupt erreichen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Die Freien Demokraten haben noch etwas auf ihrem Zeitkonto, und dafür hat sich der Abg. Rock zum Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Da uns ja klar war, dass die Landesregierung den Dialog mit dem Parlament ablehnt und Fragen der Freien Demokraten nicht beantwortet, stelle ich die Frage an der Stelle hier noch einmal, Frau Ministerin. Das war ja vorhersehbar. Ist das, was Sie hier vorgetragen haben, die Haltung der Landesregierung oder ist es die Haltung der Fraktion der GRÜNEN? Werden wir eine Initiative der Hessischen Landesregierung für den Bundesrat hier sehen, oder werden Sie sich wegducken, werden Sie hier die Backen aufblasen und am Ende nicht liefern? Ist das die Haltung der Landesregierung oder ist es Ihre Haltung? Das ist entscheidend, Frau Ministerin. Und es ist die Aktuelle Stunde der GRÜNEN, die wir hier abhalten, unsere und der GRÜNEN. Und da erwarte ich von Ihnen auch einmal ein bisschen mehr als Worthülsen, sondern Fakten, Realismus und Themen auf den Tisch zu bringen. Das haben Sie auch verweigert. Und dann kommen wir einmal zu der Leistung der Landesregierung. Haben Sie ja keinen Ton zugesagt. Sie haben nach Berlin geguckt, aber über sich selbst reden Sie einfach mal nicht. Wie viel CO2 hat denn diese Regierung eingespart? Was haben Sie denn geleistet? Nichts haben Sie geleistet. Nichts. Gar nichts. Da Sie nicht berichten, müssen wir die Zahlen nehmen, die in den offiziellen Berichten der Landesregierung im Energiebericht vorgelegt werden. Und nach diesem offiziellen Bericht der Landesregierung ist in Hessen der CO2-Ausstoß um 3 Millionen Tonnen gestiegen, trotz all Ihrer Worthülsen oder wegen Ihren Worthülsen. Herr Abg. Rock, auch Ihr Zeitbudget. Ich hätte noch so viel zu sagen zu dem Thema, aber wir werden die Debatte weiterführen. Ich würde mich freuen, mal mit dem konstruktiven Vorschlag der Landesregierung und nicht nur Luftblasen. Vielen Dank. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der Freien Demokraten und die Aktuelle Stunde der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN abgehalten.